Nein, geh da wieder rein. Kackschaf, kackschaf. Yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Wirklich. Und wir sind im 13. Pass. Ja, das kommt so weiterhin. So. Das Projekt heißt Minecraft Hardcore, fick dich. Nein! Natürlich. Das Ende natürlich, auch ist wenn ich es nicht gebrauchen kann, reagieren alle Schafe auf Weizen. Ja, ja. Okay, ich muss mal kurz die Koordinaten merken. Okay. Ja, du musst schon herkommen. Es gibt da so eine Erfindung aus alten Zeiten. Für was? Nennt sich Papier. Nee, das ist mir zu altmodisch. Das geht aber am schnellsten. Ich hab kein Papier in meinem Zimmer mehr. Ist am effizientesten. Wegen Lara. Ha? Ich hab wegen dir kein Papier mehr im Zimmer. Was hab ich gemacht? Naja, dieses Wer bin ich Spiel, ne? Ach so, komm schon, das war lustig. Ja, ist okay. Aber okay. Ich hab deswegen kein Papier. Na, ihr lieben Schafe, was geht bei euch so? Ich würde gerne das dunkelblaue Schaf da reinschieben, aber das magentafarbene Schaf blockiert den Weg. Schaf, wo gehst du hin? Komm zurück. Komm Alter, komm wir zurück. Haben farbige Schafe, ne? Das ist so. Ja? So antirassistisch. So, Moment, das ist vor allem auch anti-homophob. So, Victor, du musst Oh, Schaf ist groß geworden. Oh, heilige Scheiße. Ist gewachsen. Okay, jetzt wird's hier langsam eng. Muss mir mal gerade helfen. Ui. Kannst du da reingehen und von innen das Tor öffnen, während ich das Schaf reinschiebe und es dann ganz schnell irgendwie... Du musst reingehen dafür. Ja, dafür müsste ich das Schaf nicht treffen, trotzdem. Oh! Na, das war jetzt angenehm. Soll ich einfach mal, Weed in die Hand nehmen? Ja. Nimm mal Weizen in die Hand. Hast du Weizen? Und hast du Hände? Blaues Schaf, guck! Das ist irgendwie doof. Weizen. Blaues Schaf! Los, Schaf, das ist irgendwie doof gerade. Was tut ihr da? Ich bin Teil eines Gangbangs, glaube ich. Haben wir Spaß mit Schafen? Ich sehe euch. Ein Schaf, bitte hör auf damit. Komm her, Schaf, komm. Jetzt sind sie alle bei mir, es ist doch... Erstmal so, erst Schaf und Dildos auf das Thumbnail packen. Los, Schaf, geh da rein. Nein, bitte. Geh einfach durch die Tür. Nein, nicht du. Das ist doch zu Mäusemelken. Ja, das kannst du auch mal probieren. Mäusemelken? Ja. Gibt's hier Mäuse? Mäusemelken? Ja, gibt es. Musst du das könnte man tun, das ist bloß nicht sehr effizient. Aber sie sind grün. Hä, was für grün? Oh ja, nein, Grenmaus. Das meine ich jetzt nicht mal. Oh Mann. Ich meinte gerade eher diese komischen Teile, die Silberfische. Ab und zu aus Steinen rauskommen, genau. Ach, Silberfische. Das sind Silbermäuse? Das sind nämlich Mäuse, aber egal. Darf ich das Weißlein sogar zur Hand nehmen? Ha? Nein, ich muss noch das blaue Schaf durch ein Tor schieben. Moment, ich hab's gerade. Okay. Beleidigungen im Kindergarten. Was denn? Fische, Silberfische. ja, Fische. Meine Witze. Das ist echt gut, Junge, das ist echt gut. Ja? Ja! Kurz, der Wahnsinn. Ich muss wieder rauskommen, ne? Ja, du kannst es loslassen. Warte, ich locke sie hier rüber. Lass mal. Oder so. Leute, könnt ihr mir mal die Koordinaten von unserer Residenz sagen? Die ist hier. Minus 70. Ich glaube, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Minus 70, 70, 200. So, ja. Ich erinnere mich an den Ort hier. Schreibt ihm mal in den Chat für später. Ja, ich. Koordinate kannst du ignorieren. Egal. Wir reden hier nicht vom Neta. Da kannst du die X ignorieren. Ja, ich sag extra Neta, weil Nether oder sonst was kannst du immer. Ne? Kann da wieder einen Witz draus machen. Genau, deswegen extra Neta. Viel gezähter in den Neta. Ja, genau das, Jokai. Genau das. Kommt her, meine kleinen Schafis. Ihr kriegt alle ein bisschen Weizen. Ist da ein Baum mitten im Wasser? Oh, Alter. Ich fühle mich gerade wie bei, keine Ahnung, bei der Futterausgabe am Sklavenstand. Das ist fürchterlich. Oh. Was zum Teufel ist mit den Schafen in diesem Spiel los? Ich weiß es nicht. Das sind meine Sklaven.
zu okay. öffnen? Du hast schon. Irgendwas fällt mir hier ein, was ich hier rein bearbeiten kann. Aua. Und es dreht sich aber um, als ob es erwischt wurde bei irgendwas. Oh Mann. Ach. Ja gut, ich mag Schafe. Okay. Aber ich mag sie wirklich... Aua. LOL. Das Skelett hat einfach meinen Fallschaden minimiert. Also komplett negiert eigentlich. Ich bin runtergefallen, hätte irgendwie wahrscheinlich 3 Herzen Fallschaden bekommen. Das Skelett hat mich in der Luft getroffen, ich habe gar keinen Schaden bekommen insgesamt. Hä? Ja, das ist schön. Okay, das ist interessant, Freunde. Findest du? Also Holz interessant. Ja. Das kann man fällen. Guten Appetit, Hühnchen. Nom 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 nom. So, erstmal wieder was in die Random-Kiste packen. Für KFC. KFC. Oh. Was? Oder zum Komprimieren und Frittieren für McDonald's. KFC macht das nicht sonderlich anders, aber okay. Ja, bei KFC findet man ab und zu in den USA jedenfalls Hühnerköpfe in den Ja, und weißt du, was man und weißt du, was man in den Burgern bei McDonald's in den USA nicht findet? Fleisch? Ja. So, aber KFC frittiert schon anders als McDonald's. Ja. Ja, gut, aber vom Fleisch her ist das kein großer Unterschied. In Deutschland gibt es auch andere Auflagen als in den USA, deswegen habe ich Mordsangst vor TTIP. Ja gut, diese Auflagen für Restaurants werden sich dadurch nicht ändern. Hoffentlich. Ja, allerdings die Auflagen für Shit, der importiert wird, und dann können die auch Chlorhühnchen benutzen oder nicht. Ja, genau, so reden wir wieder über Politik, wobei ich das Chlorhühnchen ist jetzt... nicht wollte. Was ist das Problem mit Chlorhühnchen? Ich habe eine Chlorallergie. Ja, das ist okay, dann ja, aber normal, generell. Generell? Wieso haben wir einen Grasblock? Woher? Chlor ist auch nicht mal was. Ich auch nicht. Ich hatte den und auf einmal so. Ja gut, das ist ja jetzt nicht so. Es ist ja jetzt nicht so, als ob das Hühnchen dann total voll Chlor wäre danach. So, Moment, ich brauche eine Änderung. Die waschen das danach. Die waschen das ja noch. Putzt dir auch die Zähne und trotzdem hast du noch Speichel von jedem, den du mal geküsst hast im Mund. Naja, nicht von jedem. Bei mir ist es schon lange noch her jetzt. Stimmt, irgendwie 6 Jahre oder so bleiben die drin, ne? 7. Oh Mann. Diese Themen. Wieso haben wir keine Enderperlen mehr, WTF? Wieso gehe ich eigentlich immer durch alle Kisten? Was suche ich eigentlich? Das ist toll, ne? Also ich habe Enderperlen gesucht. Manu, wir haben keine Enderperlen, WTF. Da drüben sind übrigens ein Skelett und eine Spinne, aber keiner reitet auf dem anderen. Das enttäuscht mich. Soll ich das? Ich will mal eine Spinne sehen, die auf einem Skelett reitet. Soll ich das so machen? Ja, bitte. Nein, töte sie einfach. Haben wir denn noch... Ach, da, okay. Warte, gibt's das überhaupt? Weil Spectral... Was? Spectral Euro? Oder Spider? Spectral Spider. So, hört ihr mich noch? Ja. Okay, gut. Passenger. Okay, ich muss den Zombie erstmal killen. Okay. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, wahrscheinlich nicht. Nee? Wie geht das? Hier, Skeleton. Was kann man mit Eiern machen, außer Hühner? Kuchen. Dann mache ich jetzt Kuchen, wir haben so viele nicht. Eier. Mir fehlen irgendwie Spiegeleier und sowas. Ja. Dann müsstest du auch eine Pfanne machen, weil Spiegelei im Ofen ist. Dann eben, keine Ahnung. Also ich könnte das mit Command-Blöcken so machen, dass wir Spiegelei machen können. Okay, dann mach. Ja, dazu bin ich gerade zu faul. Kann gar nicht verstehen. Außerdem mache ich das, wenn offscreen. Ja, das machst du im Part, damit auch jeder weiß, wie es geht. Das klingt dabei schlau. Erklärst du es. Aber das wäre auch nervig, weil dann nebenbei noch 3 Tutorials gucken, um das selber zu verstehen. Ja. Oh Gott, ich habe Werbung. Beim Googlen. Ist das überhaupt möglich? Oh. Ich will das jetzt nicht klar. Moment. Ja, ist gut jetzt. Geh weg.
Ist ja ein Netherrack in dem Raum. Aua. Ach nein, Alter, das ist richtig schnell, bitte. Hilfe. Das Skelett hat leider keinen Bogen in der Hand gehabt. Sonst wäre das sogar... Vor allem, es droppt auch noch Pfeile. Lara. Hm, was denn? Warte, ich mach das mal anders. Ich jetzt. Execute. Puzzle Booster. Oh nein, die Zeile ist zu lang. Schade. Hier, guck. Aua. Aua. Ja. Was machst du? Alter. Mich verfolgen. Das steckt in mir. Lass mich nicht allein mit dem Vieh. Ah, was tut. Ich. Au. Hey. Ach was, du hast doch nur 3 Herzen verloren. Ich bin schlecht im Guck mal, warte, noch eins. Warte. Nein, geh weg. Oh, yeah. Jemand Knochen? Ich wollte einen Creeper umbringen und auf einmal kommt der nächste neben mich. Ciao. Ja, gut, aber du hast noch volle Herzen. Oh, da ist ein Enderman. Ein Ender-Creeper. Enderman. Und schon wieder durch alle Kisten durch. Jawoll, was suchst du? Ja. Ich glaube, das weiß er nicht. Genau, so sieht's aus. Okay. Es gibt mich schon die ganze Zeit so, dass ich absolut nicht weiß, was ich will. Und ich mache dann einfach, was sich so ergibt. Oh, du scheiß Enderman, komm jetzt her. Ich geh weg. Ja, jetzt hat er keinen Bock mehr, Gigi. Warum haben wir eigentlich keine Kürbisse? Wenn irgendjemand einen Kürbis findet, bringt er ihn dann mit, bitte? Nein. Ich hab doch schon mal Kürbisse mitgebracht. Echt? Sind die tot? Weiß nicht. Ich hab schon mal Kürbissamen, glaube ich, mitgebracht. Ich hab doch mein Schaf gefunden. Ja, oder man hat mir gesagt, dass wir schon Kürbisse haben und ich habe sie nicht mitgenommen. Wir haben keine Kürbisse, deswegen bin ich verwundert. Also falls jemand Kürbissamen nochmal findet, bring sie bitte mit oder Kürbisse selbst. Ach man, ich will einen Enderman haben. Solange es sich nicht um Melonensamen handelt. Wo den Melonen? Ach da. Ich glaube, wir haben mittlerweile genug. Ich check Enderman am Tag nicht. Warum? Manchmal sind sie übelst aggressiv, manchmal hauen sie die ganze Zeit nur ab. Okay, ich hab eine Enderperle. Muss ich eine extra Kiste für Baby Oaks machen? Das ist ja fürchterlich. Ja, sorry. Ich glaube, ich gehe aber jetzt noch nicht los. Weil mit einer Enderperle kommt man wahrscheinlich nicht weit. Wie ich gerade schon gesehen hatte. So, Mob drauf, zack. Sobald ich 2 Enderperlen habe, gehe ich wieder los. Ich könnte natürlich auch wieder Tränke machen oder so ein Schnell. Oh, ich habe gar keinen Timer gestellt. Wie lange haben wir schon? Ja, das ist schlau. Da müsste ich jetzt rechnen. Rechnen ist sehr schön. Wir haben angefangen bei 41 minus 28, 36, bitte. 13. Okay. Lol. Ich hatte keine Lust. Okay, warte, noch 13 oder schon 13? Ja, 13. Alter, das heißt, braucht nur 1 Ei für einen Kuchen. Ja. Was also noch 11. Mit den ganzen Eiern? Naja, wieder auf die auf die Hühner schmeißen. Damit wir noch mehr Eier kriegen. Ja. Ja, aber die Hühner töten. Damit wir Essen haben. Weil Essen ist ziemlich kacker seit der N7. Geht eigentlich, ich habe jetzt über 30 Äpfel. Äpfel sind jetzt nicht unbedingt die beste Quelle fürs Essen, aber nein. Naja, ich bin so, was wollte Zeit ich? Von Holz zu Holz, also. Warte, was wollte ich machen? Achso, Zeit festlegen auf hier 13 Minuten oder so. Ja, irgendwas in der Richtung. Ich mach mal einfach so. Was wollte ich machen? Ich weiß es nicht. Warum? Irgendwie haben wir alle dieses Problem in dieser Aufnahme, ne? Ah, jetzt weiß ich es wieder. 1-9. Deswegen habe ich jetzt vor mir einen Zettel liegen, auf das ich auch nicht alles aufschreibe, was ich machen wollte. Ja. Ein Zettel? Ja, ein Zettel. Ich habe Lava. Ich habe Lava gefunden. Braucht ihr Lava? Eine kleine Lava? Wir haben schon Lava.
Beispiel. Beim Lara jetzt. Ja, so. Achso, ich wollte. Ich wollte eigentlich. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja, doch, ich bin mir jetzt nicht sicher. Diesmal. Ausnahmsweise. Okay. Achso, stimmt. Ich kann ja natürlich hier diese wunderschönen Subtitles da zeigen. Okay. Ich könnte sie zeigen. Wenn da nicht das wäre. Wenn du dazu in der Lage wärst. Wenn ich überhaupt verstehen würde, was hier steht. Hä? Ich gehe wieder auf Englisch kurz. Ah. Nee, ich lasse es einfach so. Also es gibt Untertitel, die einem sagen, aus welcher Richtung irgendwelche Geräusche kommen. Die werden unten rechts, glaube ich, angezeigt. Mhm. So, was gibt's sonst noch? World Selection, ja, das kann ich jetzt nicht zeigen. Achso, der Haste-Effekt sorgt jetzt dafür, dass man tatsächlich schneller schlagen kann. Und nicht nur, dass es so aussieht. Also dieser Cooldown Attack Delay wird schneller aufgeladen. Ich bin beeindruckt. Nicht. Und sonst? Naja, viele Sachen sind halt im End, ne? Hier mit Levitation-Effekt und so. Oh, warte, ich kann... Nein, kann ich nicht. Das ist mal gezeigt, ups. Was gibt's sonst noch? Achso, stimmt. Ich könnte fischen. Shiny Sit-In-Code-Thing. Lol. Eimer. Okay. If I fits, I sits. Oh. Okay, Entschuldigung, ja? So, ich mache mir mal kurz eine Angel und enchante die und dann versuche ich mal eins dieser Treasure-Enchantments zu bekommen. Oh ja, die sind toll. Ja, natürlich, plötzlich bin ich der Jump'n'Run-Pro. Oh. Ja. Ja, solange. Ich habe so einen Fünfer-Sprung oder was nicht hingekriegt. Ja, ist möglich. Nein, aber, ne, weißt du schon. Ich habe vergessen, wie viele Strings man von der Angel braucht. Oh, GG. Ein paar. Ja, genau so viele. Eine gute Handvoll. Nein, ein paar war schon richtig. Hm. Oh, ha! Doch, klug. Wie viele werden das? Klug. Never break. Ach komm schon, wieso bekomme ich nur Unbreaking auf dieser... Ist doch nett, sparst du dir den meisten Shit. Also, mal jetzt mal. Ich fahre mal kurz ein bisschen Level im Nether. Ich will Level 30 enchanten. Aber zumindest glaube, das ist nicht beeindruckend genug, ne? Was? Es ist nicht beeindruckend genug mit, mit was? Level. Hey, wieso habe ich jetzt das Achievement? Ich frag einfach nicht. Hast du aber schon. Du hast vermutlich irgendein anderes Achievement davor nicht auch nicht gehabt, das jetzt bekommen hast. Was ist denn das davor? Obwohl das. Übrigens, seit wann ist die Kuh nicht mehr im Boot? Hä, WTF? Jetzt wieder. Okay, ich habe keine Ahnung. Hier sind so richtig viele Pfeile einfach immer noch grau, als ob ich zum Beispiel noch nie einen Ofen gebaut habe. Aber okay. Davor war Diamonds abbauen. Also das habe ich schon gemacht. Ich weiß nicht. Hm. Ja, was weiß ich. Okay. So, Moment. Ja, das Achievement-System bei Minecraft ist ein bisschen komisch, weil manchmal halt schon etwas kriegt, was man eigentlich noch nicht kriegen soll und dann ist das irgendwie... Hm. Ja, dann... Holt man sich das nochmal? Oh, ein Ghast! Wo? Tot. Ghast-Träne. Was? Oh, ich dachte, du wärst tot. Oh, oh schade. Achso, weil du Panos seinen Chat gesehen hast. Mhm. Ich hab mich so gefreut. Ich wollte nur synchron sein. Ich glaube, ich gehe da auch mal hin. Um zu sterben? Ja, genau. Net to go deeper. Oh Mann. Ach, schön. Aber dass du das auch erst jetzt bekommst, das finde ich irgendwie komisch. Ich war noch nicht hier.
Na gut. Wir brauchen den Mike mal wieder wegen Diamanten kenn ich und so. Kenn ich den? Nö. Stimmt, das ist eigentlich der, der immer am Strip meinen. Das ist immer schön. Ja, ich kann das ja in meinem Part schlecht machen, beziehungsweise ich müsste dann vorspulen und dann wäre der Part 2 Minuten lang. Ich hab letztens gestrippt meint. Oh, Yoke hat gestrippt. Ich sag nichts dazu. Wollen wir das sehen? Weil ich schweige. Genau das. Lara, du bist gut darin. Ich bin gut in sowas. Ich bin die Meisterin in sowas. So, wo kommt der Kuchen hin? Wo wollen wir den Kuchen haben? Warum ist hier ein Huhn im Magen? Ist ein Huhn im Haus. Ja, das hat Yokai bestimmt gemacht. Huhn? Der Kuchen ist jetzt da, wo er hingehört. Wo ist? Ist okay. Der Huhn? Hast du den vor den Goldapfel gepackt? Was? Nein. Den Kuchen? Den Kuchen. Nein. Hinter den Goldapfel. Auf den Amboss, damit man schon reinmatschen kann. Tschüss. Erstmal mit dem Hammer draufschlagen. Ja, ich habe ja vorhin Tor gesehen, deswegen. Noch ein Stück essen. So, erstmal Werbung für Filme machen. Mhm. Lara, wie fandest du den Film Tor? Gut ist auf die Tatsache, dass am Ende Tor eine Freundin hat und das, obwohl in der Mythologie er schon verheiratet ist. Krasser Scheiß. Nee, erstmal spoilern. Ich finde schräg, warum müssen in Hollywood-Produktionen immer am Ende, warum muss man da immer küssen? Und warum sind die am Ende immer verliebt? Aber die Spoilerfrage ist ja, wer den Film inzwischen noch nicht gesehen hat, ist das selber schuld. Ich glaube, ich habe den noch nicht gesehen. Komm schon, als ob es nicht fucking offensichtlich wäre von der ersten Sekunde, in der sie sich sehen. Ja, okay, das stimmt schon. Ja? Das ist aber generell bei allen. Ich kenne Hollywood inzwischen. Also ich war noch nie da, aber ich kenne es. Und... Google Maps. Wir machen das doch jedes Mal. Das ist immer gleich. Alle Filme sind die gleichen. Keiner der Filme lohnt sich. Das ist immer so ein paar... Filmwerbung. Keine Film lohnt sich. Da muss ich mir angucken, alles Bullshit, alles dasselbe. Genau. Guck dir einen, dann kennst du alle. Guck dir Bollywood-Filme an, die sind besser. Ja. Kappa. Ich denke da an, wie hieß dieser Film? Den wir in Englisch gesehen haben damals. Ja, hab ich auch halt so gehört, so yo. Und das von Lara. Hab ich Film gesagt? Ja. Film. Nein, du hast Film gesagt. Nein, Film. Nein, du hast Film gesagt. Nein. Doch. Ha, gut. Annihilation. Ja, Annihilation. Ach man, dieses Wort. Ich kann halt sowas nicht aussprechen. Soll doch, eigentlich schon, du bist nur zu faul, um mir zuzuhören, wenn ich dir erkläre. Ja, das stimmt schon. Wo wir gerade dieses Wort haben. Was? Wo wir gerade bei diesem Wort sind, habe ich wieder Lust, unseren eigenen Planeten in die Luft zu sprengen. Warum? Ja, müsste wissen, was ich meine. Ja, gut, aber du hast ja keinen Bock mehr auf das Game. Habe ich nie gesagt. Beziehungsweise keinen Bock auf Aufnahmen. Ist halt nur immer das. Dass andere Spiele besser sind, weil man da öfter gewinnen kann, ich weiß schon. Nein, es ist einfach nur, andere sind einfach einfacher zu spielen. Ja, das kommt davon, wenn man das mit einem Strategiespiel vergleicht. Und zwar mit einem der krassesten Strategiespiele, die es gibt. Ja. Ja, aber ohne Witz, ne? Planetary Annihilation ist schon... Ja, Annihilation. Das ist bestimmt das Richtige. Nee, ist schon besonders. Nein, ich höre einen Gast. Oh, ich sehe den Gast. Oh, Victor, da war ein Creeper hinter dir. Warst du dir dessen bewusst? Ja. Bist du deswegen so schnell gerannt? Ich bin gerannt, weil ich nach Hause wollte, aber... Ja, ich bin richtig Creeper ausgewichen. Ich dachte, oh, cool, gut. Geh ich mal weg von dem. Halt die Ballaugen. Ja. Oh, er hat nur Gunpowder gedroppt. Aus dem Lappen. Besser. Gunpowder. Wenn wir das fahren. So, erstmal nicht komplett durchgefallen. GG. Was wollte ich denn sagen? Achso, Planetary Annihilation ist auf jeden Fall ein Spiel, bei dem. Oh nein, jetzt habe ich es richtig gesagt.
bei dem man schon ziemlich viel nachdenken muss und ziemlich schnell. Ja, das ist also ein Spiel, auf das man nicht unbedingt ständig Lust hat, das zu spielen. Das wieso? Halt... Ich habe da eigentlich ständig Lust. Das stimmt, ich nicht. Ja, aber du bist auch so ein kleines Brain. Nein, erst kein Brain. Seid aber, man wacht gerade auf, ist total, da hat man wirklich keine Lust, sowas zu spielen. Ja, schon. Ja. Schon ich gesagt, Brain. Nicht, wenn ich nicht gut darin bin. Nein, er ist kein Brain. Das sehe ich nicht ein, dass er ein Brain ist. Er hat Abitur. So, das ist heutzutage nichts Besonderes. Das heißt nur, dass Victor noch weniger eins hat, nicht, dass ich eins hab. Wobei, Kevin hat auch Abitur, also... Oh, ein Kevin. Ich wollte eigentlich mich gerade beschweren, dass du Namen von Leuten aus unserer Stufe sagst, aber Kevin ist einfach so ein einsagender, vielsagender Name. Also vor allem, weil Kevin Kevin ist, ne? Kevin ist ja, aber jetzt, Kevin. Ja. Wenn man das nochmal mit dem Namen sagen nimmt, das ist doch, wenn es nur ein Vorname ist, was sagt das aus? Ja, stimmt schon. Ich weiß nicht mal seinen Nachnamen und ich glaube nicht, dass ich den merken könnte. Ich weiß, dass sein Bruder Raj heißt. Oh. Und einfach seine Eltern dachten sich, oh, wenn wir das Kind Kevin nennen, hat es bestimmt eine bessere Zukunft in Deutschland. Und einfach Raj geht's mit Sicherheit besser. Oh, Creeper. Ah. Ich fand's auch cool, wie eine Zeit lang, als dieser ganze Kevin-Trend ausgebrochen ist, dass ich ständig als Vorschläge bei den Tags für meine Videos, da kam immer so Videogames, Minecraft, Kevin. So als vorgeschlagener Tags. Ich hab Tag übrigens als Tag Kevin übrigens überall drin. Wow. Naja, wenn man nach Kevin sucht, dann findet man Yokai, ist doch voll gut. Passend. Ja. Es tauchen schließlich genug Kevins in meinen Videos auf. Danke. Oh. Ja, Kevin hat Abitur, ich habe Abitur, wir haben so viel gemeinsam. Ja, wenn heutzutage sogar schon Kevin Abitur schafft, dann, naja. Ja. Oh Mann, jetzt bekommen die Parts einfach richtig viele Dislikes. Hallo ja. Kevin, egal welcher Kevin, hallo. Du bist dumm, genau du. Du kannst nichts für deinen Namen, deine Eltern haben dich einfach nicht lieb. Oh. So ist das. Okay, so, der Part ist jetzt vorbei. Ich habe gerade die Höhle gefunden, in der ich Kevins begraben habe. Nein, da ist er. Da so, war ich doch was. Ich enchant einfach nochmal kurz. Wieso habe ich jetzt das Lapis weggepackt? Wer ist da gerade explodiert? Ein Creeper wahrscheinlich. Aber wie gesagt, sehen wir direkt im Haus. Oh nein, das ist nur Unbreaking, fick dich. Ach man. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Und vielleicht habe ich bis dahin schon geangelt, vielleicht nicht. Vielleicht haben wir bis dahin ein Thema, vielleicht nicht. Und bis dann, tschüss. Tschüss. Tö. Ja. Yoka, ist das dein Herr? Was? Was habe ich getan? Das Huhn heißt einfach Marvin, oh man. Wie, ich wo? Wie, ein Huhn, das Marvin heißt? Das gibt's nicht, nee. Wie kommst du auch, dass ich das war? Wer macht sonst dumme Name-Tags? Immerhin heißt das also nicht Kevin. Warte, wir haben bestimmt noch einen Name-Tag. Ja, haben wir. Oh. Okay. Gut, dann ist bei mir jetzt auch Schluss.